Bayreuth-Lausitz 0:0. Die sächsische Mannschaft dieses Jahr war nicht drin. Glück für Rissersee in dieser Situation. Scheibe tänzelt auf der Linie. Korrekte Entscheidung vom Hauptschiedsrichter, der gut dahinter stand. Vollmer könnte schießen, passt aber. Sah noch abseits aus, Arm ist auch oben. Korrekte Entscheidung. Richie Müller war schon einen Schritt im Drittel. Hier sehen wir es noch einmal. Nachstedt mit der Chance, aber vom Schoner geht die Scheibe parallel der Linie entlang und geht dann aus dem Tor. Sogar vor der Linie. Ja, Glück für Rissersee, Pech für Grimmitschau. Videobeweis. Ja, und wenn wir mal nach oben schauen, Bremerhaven, auch die haben mich überrascht, in München gewonnen nach Verlängerung. Kein Tor, richtige Entscheidung. Auch hier wird das relativ emotionslos aufgenommen. Ich denke mal, die hier hinten in der Kurve gestanden haben am hinteren Tor, werden das so gesehen haben. Schuss über das Tor. 1:57 noch zu spielen und nach wie vor noch kein Tor. Und da ist es drin. Super gespielt von Jordan Nachstedt auf Ivan Czernik und der lässt sich dieses Mal diese Chance nicht nehmen und schießt ein zum 1:0. Saubere Aktion der Eispiraten. Ja, und diesmal hatte Nimic keine Chance. Ging los mit einem Fehler eines Rissersee Verteidigers, der da überlaufen wird. Kapitzki kann weiterspielen. Und Jordan Nachstedt, 2 gegen 1 Situation. Ivan Czernik. Ivan Czernik macht das Ding, sein zweiter Treffer am heutigen Abend. Super Vorlage auch von Jordan Nachstedt. Ja, 40 ist er, stand oft in der Kritik, aber wenn es darauf ankommt, das war auch voriges Jahr schon in den Playdowns, dann ist er da, der Ivan. Und auch kein Vorwurf an Matthias Nemeth. Nein. Super ausgespielt. Keinesfalls. Auch hier gutes Auge von Jordan Nachstedt. Ja, und dann vollendet er. Gut, erneut gut geblockt. Scheibe erst einmal raus. Die Rissersee müssen das Drittel verlassen. Wilhelm spielt den Puck zurück. Jordan Nachstedt geht dazwischen. Die letzte Minute. Scheibe bleibt drin. Robby Sanik im Tor! Das war der Todesschuss im heutigen Spiel. Und damit gewinnen die Eispiraten auch das zweite Playoff-Viertelfinalspiel. Gegen den SC Rissersee. Ein Empty Net Goal ist angezeigt. Ja, natürlich Riesenfreude auf der Bank und Riesenfreude hier im weiten Rund. Bleiben Sie auch an den Apparaten. Nachher live die Pressekonferenz aus dem Stadion. Die Stimmen beider Trainer. Bin ich wirklich gespannt, was Toni Söderholm sagen wird. Ja, und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass die Null zu halten
das Shutout für den Goalie, denn das hat er sich mehr als verdient, der Brett Kilar. Natürlich Nimic wieder zurück ins Tor. 20 Sekunden, ja, die Messen sind gesungen. Rimitschau baut die Führung in der Serie aus. Schöner Schuss noch von der blauen Linie. Johansson war das aber am Tor vorbei. Jetzt ist es geschehen. Der ist beraten geschlagen. Dennis de Rissersee im zweiten Playoff-Viertelfinale mit 3:0. Hier sehen Sie die Spieler der Eispiraten, die auf ihren Torwart fahren und die Rissersee natürlich verlassen. Geschlagen, traurig, die Eisfläche. Shake-Hands gibt es erst am Ende der Serie. Ja, aus Grimmitschauer Sicht genießen Sie diese Bilder.